Hallo, ich bin der Julian, 20 Jahre alt, mache meine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker bei CSB Schöne Automobile. Also was mich sehr interessiert, da bin ich jetzt gerade auch dabei, im dritten Lehrjahr hatte ich die Chance, mich für den Hochvoltbereich zu bewerben. Da bin ich jetzt gerade in der HV-Klasse und kann so gesagt mich speziell auf die Hochvolt-Fahrzeuge spezialisieren. Ich bin Erik, ich bin 19 Jahre alt. Ich mache die Ausbildung als Karosseriemechaniker bei Schimmel Automobile GmbH. Also wirklich, ich kann jede Frage stellen und sie wird mir beantwortet, bis ich es verstehe. Ich mache den schönsten Beruf, den Fachlageristen. Das ist eine zweijährige Ausbildung. Ich finde das Arbeitsklima schön. Die Autos vor allen Dingen. Hallo, ich bin der Christopher Schmidt, im Betrieb auch Schmiddi. Bin 19 Jahre alt und mache die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker mit dem Schwerpunktthema Pkw-Technik. Bei uns kommen halt die Kunden mit dem Problem direkt zu uns in die Werkstatt und sagen, ich habe das Problem, kannst du mir helfen? Und dann muss man halt seine Arbeit relativ oft unterbrechen und sehr schnell auch umdenken können. Von ich mache gerade ein Getriebe zu mein Auto, Motorlampe leuchtet, was soll ich tun? Hi, ich bin Jonas, bin Werkstudent bei CSB Schimmel Automobile und bin hier im Online-Marketing-Team, ja. Mein Fachbereich hier in diesem Arbeitsverhältnis ist so breit gefächert. Ich habe wirklich Einblick in viele verschiedene Bereiche eines Autohauses. Ich bin Marc, ich bin seit Oktober Auszubildender für E-Commerce bei CSB Schimmel Automobile im Autohaus. Die Ausbildung für E-Commerce im Autohaus finde ich gerade spannend, weil der Autoverkauf online gerade erst ins Rollen kommt. Ich bin Anne, 23 Jahre alt und ich arbeite hier bei CSB Schimmel Automobile als Werkstudentin im Marketingbereich. Also ich schreibe hauptsächlich die Texte für die Webseiten und mache so das Weblayout, wenn wir neue Seiten online nehmen wollen. Mein Name ist Daniel Itze, ich bin hier Werkstattleiter seit 2000. Bin vorher hier 1992 als Lehrling hergekommen, habe dann meine Ausbildung abgeschlossen, bin dann der Lehrling gewesen, den sie auch übernommen haben. Ja, und wurde dann hier 2000 als Werkstattleiter eingesetzt und bin jetzt dafür halt verantwortlich, hier die Azubis mit auszubilden und zu betreuen und zu begleiten bis zur Prüfung. Also wir haben einmal das Azubi-Projekt, da restaurieren wir Oldtimer. Das ist schon das zweite Projekt, was wir durchführen. Meine Aufgaben sind speziell halt alles Mechanische, alles was am Motor ist, zum Beispiel Keilriemen wechseln oder Ölwechsel und alle elektronischen Dinge wie im Innenraum. Das ist alles das, was zu meinem Arbeitsbereich anfällt. Wir arbeiten alle dran, das Auto wieder schick zu machen, restaurieren, aufbereiten. Das Gute ist, dass wir eng miteinander zusammenarbeiten. Wir kommunizieren face-to-face, aber auch über verschiedene Boards, die wir haben. Den Azubi erwartet bei uns, denke ich mal, ein umfangreiches und komplexes Arbeiten. Ja, er bekommt, wie schon angesprochen, viel vermittelt. Er darf in jede Bereiche, in den Bereich hereinschauen, der ihn interessiert. Es wird einem immer geholfen, man ist hier sehr hilfsbereit. Das wird hier auch grundsätzlich in jeder Abteilung groß geschrieben. Und es gibt immer was Neues zu entdecken, ja, an den Fahrzeugen und auch zu bewältigen natürlich. Ich lege eigentlich großen Wert darauf, dass unsere Azubis und auch Praktikanten vom ersten Tag an ins Team integriert werden, vollumfänglich, und eigentlich schon gleich mit verantwortungsvollen Aufgaben betraut werden. Also ein junges Team mit jungen, dynamischen Mitarbeitern, und ich denke mal, das kommt gut an. Auch als Ausbildungsbetrieb ist das hier wirklich ein kleines Goldstück schon.